So, moin moin und herzlich willkommen zu der nächsten Lesung des nächsten Teils von An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung von Martin Luther 1520 bereits aufgeschrieben. Wir hatten die drei Mauern, mit denen sich die Romanisten, die Papisten, das System des Antichristen umgibt, um sich zu verteidigen oder wie auch immer man das sagen will. Letztes Mal die erste Mauer besprochen und gehen jetzt in die zweite rein. Da hatte ich schon einen Teil vorgelesen und auch kommentiert. Deswegen gehe ich nochmal eben der besseren Fortsetzung wegen einen Paragraphen zurück zum Anfang dieser anderen Mauer, die wir jetzt angreifen wollen, mit der Trompete, die auch Jericho zum Fallen gebracht hat. Und lese diesen Teil nochmal vor, aber ohne Kommentar und dann gehen wir weiter in dem Text. Die andere Mauer ist noch loser und untüchtiger, schreibt Luther 1520, nicht zu vergessen, dass sie allein Meister der Schrift sein wollen, ob sie schon ihr Leben lang nichts drin lernen. Sie vermessen sich allein der Obrigkeit, gaukeln uns mit unverschämten Worten vor, der Papst könne nicht im Glauben irren. Er sei böse oder fromm, könne aber nicht einen Buchstaben des Beweises dafür vorzeigen. Daher kommt es, dass so viele ketzerische, unchristliche, ja unnatürliche Gesetze im geistlichen Recht stehen, davon jetzt nicht zu reden Not ist. Ihr erinnert euch, dass ich euch das System des Strohmannes in diesem Fall erklärt habe, weil ich doch fand, dass es notwendig war, davon zu reden. Denn dieweil sie der Meinung sind, der Heilige Geist verlasse sie nicht, sie seien so ungelehrt und böse, wie sie könnten, werden sie kühn festzusetzen, was sie nur wollen. Und wo das wäre, wozu wäre die Heilige Schrift Not oder Nütze? Lasset sie uns verbrennen und an den ungelehrten Herren zu Rom begnügen, die der Heilige Geist innehat, der doch nichts als fromme Herzen innehaben kann. Wenn ich's nicht gelesen hätte, wäre es mir unglaublich gewesen, dass der Teufel zu Rom solch ungeschickte Dinge vorwenden und Anhang gewinnen wird. Doch dass wir nicht mit Worten wider sie fechten, wollen wir die Schrift herbringen. Paulus sagt im ersten Korintherbrief, und zwar in den Versen von, wenn ich mir das jetzt mal eben genau anschaue, 26 bis 32, also im ersten Korintherbrief Kapitel 14, 26 bis 30, das folgende dazu. Zitat: Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Will jemand in Zungen reden, so seien es je zwei, höchstens drei und der Reihe nach, und einer lege es aus. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er rede aber für sich selbst und zu Gott. Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der erste schweigen. Denn ihr könntet einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Ende Zitat. Was wäre dies Gebot nütze, das uns Paulus gerade eben gelehrt hat? So allein dem zu glauben wäre, der da redet oder obenan sitzt. Auch Christus sagt in Johannes Kapitel 6, Vers 45, Zitat: Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Ende Zitat. Also, Christus sagt, dass alle Christen von Gott gelehrt werden sollen. So kann es ja geschehen, dass der Papst und die Seinen böse sind und nicht rechte Christen sind, noch von Gott gelehret das rechte Verständnis haben, während umgekehrt ein geringer Mensch das rechte Verständnis habe. Warum sollte man ihm denn nicht folgen? Hat der Papst nicht vielleicht geirret? Da muss ich doch mal eben einsteigen. Das habe ich nämlich letztes Mal nicht kommentiert. Hat der Papst nicht vielleicht geirret? Zu und nach der Zeit des Ersten Vatikanischen Konzils, das stattfand um 1870, hat der Papst seine weltliche Macht verloren, und zwar gänzlich.
die letzten päpstlichen, wie sagt man das, die letzten päpstlichen Länder, Ländereien wurden vom italienischen Volk weggenommen. Und der Papst hat dann die Tür des Vatikans hinter sich zugemacht, hat sich in dem Gefängnis eingeschlossen, in einem Gefängnis, das komischerweise so ein Gefängnis war, dass der Schlüssel eben auf der Innenseite steckt. Er ist auch bis 1929 nicht mehr rausgekommen, bis zum Lateranenvertrag. Das hat aber nichts damit zu tun, ob er irrt oder nicht. In der Zeit, kurz nach 1870, hat die römisch-katholische Kirche verlauten lassen und festgesetzt, und seitdem lehrt sie das, dass der Papst unfehlbar ist, wenn er, wie man das so schön sagt, ex cathedra spricht, also von seinem Thron, wenn er über Moral und Glaubenslehre spricht, dann ist der Papst unfehlbar. Und jeder Katholik muss das glauben, dass der Papst unfehlbar ist. Aber wenn der Papst auf dem Klo sitzt und sich den Hintern abwischt, dann wird sein Finger genauso braun, wenn er durch das Papier steckt, wie unser. Und wenn der Papst nur ein Mensch ist, wie wir, dann kann er sich genauso irren, wie wir. Aber trotzdem glauben die Katholiken das Dogma, dass der römisch-katholische Papst, der Antichrist der Bibel, ein unfehlbarer Mensch ist. Und alles, was er sagt, ist richtig. Luther fragt hier bereits 1520, hat der Papst nicht vielleicht geirrt? Von sich selber zu behaupten, dass man unfehlbar sei, heißt ja, dass man sich selber zu Gott erklärt, weil nur Gott ist unfehlbar, perfekt. Ja? Und wenn ich also dazu einen Menschen erhebe, dann erhebe ich diesen Menschen in den Stand Gottes. Das ist Blasphemie. Hat der Papst nicht vielmals geirrt? Natürlich irrt der Papst, wie jeder andere Mensch. Aber es ist absolut notwendig für, wie sagt man das jetzt am besten? Wie will ich das ausdrücken? Es ist absolut notwendig dafür, dass der Papst die Macht über die Menschen hält, dass sie glauben, dass er unfehlbar ist. Das, was er sagt, wie das unfehlbare Wort Gottes ist. Weil das richtige Wort Gottes, ja, das sollen sie ja sowieso nicht lernen, weil die Bibel, die soll ja keiner mehr lesen. Da soll ja keiner mehr drin glauben. Das hatte ich ja schon in einem anderen Video besprochen, wenn das nicht hier war. Das war in einem anderen Video, glaube ich, wo ich die Zitate genannt hatte, wo die römisch-katholische Kirche in der Enzyklopädie und in diesem Glaubensbekenntnis, dass die Protestanten ablegen mussten, um zum Katholizismus sich zu bekehren, wozu gesagt wird, dass der Papst die Macht hat, die Schrift zu verändern, hinzuzufügen und wegzunehmen. Ja, wenn der Papst diese Möglichkeit hat, dann erklärt er sich selber zu Gott, ne? Zu dem Autor der Bibel, ne? Was wiederum Blasphemie ist. Und Luther stellt hier tatsächlich die Frage, hat der Papst nicht vielleicht geirrt? Natürlich hat der Papst geirrt. Das Problem ist nur, dass wir das nicht mehr sehen wollen, dass der Papst auch mal irrt. Weil jeder glaubt dem ja blindlings. Ordo ac cadavre, ne? Blinder Kadavergehorsam. So werden die Katholiken ja auch erzogen. Was der Papst sagt, das ist in Stein gemeißelt. Das ist unvergänglich, das ist richtig, das ist recht, das ist wahr. Hat der Papst nicht vielleicht geirrt? Wer sollte der Christenheit helfen, so der Papst irrt, wo nicht einem anderen, der die Schrift für sich hätte, mehr als ihm geglaubt würde? Und wie gesagt, deswegen wurde er in den 1870er Jahren als unfehlbar erklärt, dass man eben nicht dran zweifelt, was der Papst sagt. Drum ist ein frevelhaft erdichtete Fabel. Und sie können auch keinen Buchstaben aufbringen, womit sie beweisen, dass es des Papstes allein sei, die Schrift auszulegen oder ihre Auslegung zu bestätigen. Sie haben sich die Gewalt dazu selbst genommen. Und wenn sie vorgeben, es wäre Petrus die Gewalt gegeben, als ihm die Schlüssel gegeben worden seien, ist's offenbar genug, dass die Schlüssel nicht allein Petrus, sondern der ganzen Gemeinde gegeben sind. Dazu sind die Schlüssel nicht zur Lehre oder zum Regiment, sondern allein die Sünde zu binden oder zu lösen verordnet.
und es ist eitel erdichtetes Ding, was sie sich anders und weiter aus den Schlüsseln zuschreiben. Dass aber Christus in Lukas 22, Vers 32 zu Petrus sagt, Zitat, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Ende Zitat. Kann sich nicht auf den Papst erstrecken, sintemal der größere Teil der Päpste ohne Glauben gewesen ist, wie sie selbst bekennen müssen. Ebenso hat Christus auch nicht allein für Petrus gebeten, sondern auch für alle Apostel und Christen, wie wir in Johannes Kapitel 17 und in den Versen 9 bis 20 lesen können. Zitat. Das ist jetzt ein wenig länger. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, erhielt ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt würde. Hier muss ich mal eben das Zitat stoppen. Für denjenigen, der das vielleicht nicht versteht, der Sohn des Verderbens, auf den Jesus sich hier in diesem Augenblick bezieht, ist Judas Iskariot, der ihn verraten hat. Als ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Das heißt, dass der Vater ihm Judas Iskariot nicht gegeben hat, als nur der Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt wurde, weil es stand im Alten Testament bereits geschrieben, dass er verraten werden würde von einem der Seinen. Nur der ist verloren gegangen und sonst keiner. Wir fahren fort in Vers 13. Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, damit sie meine Freude vollkommen in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Argen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Ende Zitat. Ist das nicht klar genug geredet? Denk doch bei dir selbst. Sie müssen bekennen, dass fromme Christen unter uns sind, die den rechten Glauben, den rechten Geist, das rechte Verständnis, das rechte Wort und die Meinung Christi haben. Ja, warum sollte man denn derselben Wort und Verständnis verwerfen und dem Papst folgen, der weder Glauben noch Geist hat? Wäre das doch den ganzen Glauben und die christliche Kirche verleugnet? Weiter, es kann ja nicht der Papst allein Recht haben, wenn der Artikel Recht ist, Zitat, ich glaube an eine heilige christliche Kirche, Ende Zitat. Oder wir müssen so beten, Zitat, ich glaube an den Papst zu Rom, Ende Zitat. Und so die christliche Kirche ganz in einen Menschen ziehen, welches nichts anderes als teuflischer und höllischer Irrtum wäre. Die römisch-katholische Kirche ist nichts weiter als ein teuflischer und höllischer Irrtum, nach Martin Luthers Worten hier und meinen ebenso. Überdies sind wir doch alle Priester, wie droben gesagt ist. Haben alle einen Glauben, ein Evangelium, einerlei Sakrament. Wie sollten wir denn nicht auch Macht haben, zu spüren und zu urteilen, was da Recht oder Unrecht im Glauben wäre? Wo bleibt das Wort des Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 15?
Zitat. Der geistliche Mensch aber erforscht alles. Er selbst jedoch wird von niemand erforscht. Ende Zitat. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 13 lesen wir weiter. Zitat. Weil wir denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Ende Zitat. Wie sollten wir denn nicht ebenso gut wie ein ungläubiger Papst fühlen, was dem Glauben gemäß oder unpassend ist? Aus diesem allen und vielen anderen Sprüchen sollen wir mutig und frei werden und den Geist der Freiheit, wie ihn Paulus nennet, nicht von erdichteten Worten der Päpste abschrecken lassen, sondern frisch hindurch alles, was sie tun oder lassen, nach unserem gläubigen Verständnis der Schrift richten und sie zwingen, dem Besseren und nicht ihrem eigenen Verständnis zu folgen. Musste doch vor Zeiten Abraham seine Sarah hören. Zitat aus 1. Buch Mose, also Genesis, Kapitel 21, Vers 12. Aber Gott sprach zu Abraham, es soll dir das nicht missfallen. Höre auf alles, was Sarah dir sagt, wegen des Knaben und deiner Magd, denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Ende Zitat. Also musste doch vor Zeiten Abraham seine Sarah hören, die ihm doch härter unterworfen war, als wir jemand auf Erden. Ebenso war die Eselin Bileams auch klüger als der Prophet selbst, wie wir in 4 Mose Vers 22, Kapitel 22, Vers 28 nachlesen können. Zitat. Da öffnete der Herr der Eselin den Mund, und sie sprach zu Bileam, »Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast?« Ende Zitat. Hat Gott dadurch eine Eselin gegen einen Propheten geredet? Warum sollte er nicht noch durch einen frommen Menschen gegen den Papst reden können? Interessante Frage. Gegen den Papst reden. Ich tue auf meinem Kanal nichts anderes auf Basis der Schrift Sola Scriptura. Der Papst beruft sich auf seine Menschenlehre und ich berufe mich in dem Fall auf Gottes Lehre, Gottes Wort, seine Schrift, erhalten in der Bibel. Hat Gott da durch eine Eselin gegen den Propheten geredet? Warum sollte er nicht noch durch einen frommen Menschen gegen den Papst reden können? Das ist genau das, wie Luther sich in der Situation beschreibt. Ebenso straft Paulus Petrus als einen Irrenden im Buch der Galater, 2. Kapitel, Vers 11 und fortfolgende. Wir lesen daraus, Zitat. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war angeklagt. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und es heuchelten mit ihm auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Da wir aber erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, um Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe,
Das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich setze die Gnade Gottes nicht beiseite. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ende Zitat. Drum gebührt einem jeglichen Christen, dass er sich des Glaubens annehme, ihn zu verstehen und zu verfechten und alle Irrtümer zu verdammen. Die dritte Mauer fällt von selbst, wo diese ersten zwei fallen. Wie Dominosteine. Denn wo der Papst wieder die Schrift handelt, sind wir schuldig, der Schrift beizustehen, ihn zu strafen und zu zwingen nach dem Wort Christi, wie wir lesen können in Matthäus 18, Vers 15 und folgende. Zitat: Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruhe. Hört er aber diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch die Gemeinde nicht, so gelte er dir wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch übereinkommen, werden auf Erden über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da trat Petrus herzu und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, welcher gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Darum ist das Himmelreich gleich einem Könige, der mit seinen Knechten rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, ward einer von ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Da er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihm und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und also zu bezahlen. Da warf sich der Knecht vor ihm nieder und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr dieses Knechtes und gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Dinare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich sein Mitknecht nieder, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn die ganze Geschichte. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht du auch dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Also wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler vergebet. Ende Zitat. Nun, auf dieses gerade der vorgelesene Zitat muss ich auf zwei Dinge mal eben eingehen. Das erste, auf das ich eingehen muss, ist in Vers 20. Da steht: Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das nennt man wirkliche Gemeinschaft. Das, was die Menschen vergeblich in den Kirchen heutzutage suchen, das können sie nur in der Gemeinschaft mit zwei oder drei finden, die sich in seinem, in Jesu Namen versammeln. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja, in der Kirche versammeln wir uns ja auch alle unter dem Namen Jesu oder unter dem Namen Gott. Was ist denn da der Unterschied? Da sind wir halt mehr als zwei oder drei. Das Problem ist, dass in der Kirche man sich eben nicht unter Jesus versammelt, sondern unter dem Priester oder Pastor oder wer auch immer da ist.
und sich unter den Lehren derjenigen versammelt und im Grunde nicht den Gott der Bibel mehr anbetet. Gemeinschaft, Kirchengemeinschaft, Ekklesia, wie es im Griechischen heißt, wo das Wort dann herkommt, ist, wenn zwei oder drei sich versammeln. Und in deren Mitte, so wie Jesus hier sagt, da bin ich mitten unter ihnen. Und dann hat man wirkliche Gemeinschaft. Je größer die Gemeinschaft, desto größer die Gefahr, dass der Abfall damit hineindringt. Und im nächsten Vers sagt Petrus, also in Vers 21, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, welcher gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Und Jesus antwortet ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Warum sagt Jesus nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal? Wer diese Frage nicht beantworten kann, der hat Daniel Kapitel 9 nicht verstanden. Warum ist Daniel Kapitel 9 in diesem Fall so wichtig? Da gehe ich jetzt eben gerne nochmal kurz drauf ein. In Daniel im Kapitel 9 geht es um eine Vision, die Daniel nach einem Gebet bekommt, über was mit seinem Volk passieren wird. Und ich nehme jetzt die King James und werde das so stehenden Fußes hier aus der King James aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen. In Vers 24 von Daniel Kapitel 9 lesen wir, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt, um ein Ende zu machen an den Übertretungen und ein Ende zu machen von den Sünden und am Ende Versöhnung für Ungerechtigkeit zu bringen und immerwährende Gerechtigkeit zu bringen und die Vision und die Prophezeiung zu versiegeln und den Allerheiligsten zu salben. Das ist Vers 24, so gut wie ich das aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen kann. 70 Wochen. Diese 70-Wochen-Prophezeiung läuft eben darauf hinaus, wie ich schon öfter in meinen Videos angeholt habe, dass hier Gott für sein übrig gebliebenes Volk, es war ja nur noch der Stamm von Juda übrig, nachdem die anderen 11 bereits über die Welt verteilt wurden, dass er diesem Volk noch einmal die Möglichkeit gibt, ihre Sünden aufzugeben. Und dass er dann die ewige Gerechtigkeit bringen wird. 70 prophetische Wochen. Ein Tag in der Prophezeiung ist ein Jahr. 70 Wochen, oder besser gesagt, eine Woche ist 7 Tage. Und 70 Wochen sind 7-mal 70 Jahre, 490 Jahre. Diese 490 Jahre kündigen an, wenn wir in 25, 26 und 27 weiterlesen, was ich jetzt nicht tun werde, dass der Messias kommt, dass der Messias in der Mitte der 70. Woche abgeschnitten wird, aber nicht für sich selbst, und dass er ein Ende bringen wird an die Opfergaben. Und an die Sündgaben, dass eben die Sünde damit vergeben ist. Das heißt, diese 490 Jahre sind das letzte Ultimatum, das das jüdische Volk, zu der Zeit bekommt, oder das Volk von Juda bekommt. 7-mal 70-mal. Jesus referiert hier auf Daniel, um zu sagen, guck, es ist euch gesagt gewesen, wie oft ihr einander vergeben müsst. Weil dann komme ich und nehme alle eure Sünden auf mich, wenn ihr an mich glaubt, was sie ja nicht taten. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass 7-mal, 70-mal ich meinem Bruder vergeben soll. Hiermit wird das Kommen des Messias ganz deutlich angekündigt. Und deswegen steht das eben hier in dem Vers 22. Jesus antwortet ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal.
Ganz, ganz wichtiger Satz. Und ich werde auch noch über Daniel nochmal apart, also extra, ein Video machen. An anderer Stelle. Aber ich fand, diese zwei Dinge musste ich eben mal ein bisschen näher besprechen. Die Versammlung, wo zwei oder drei von euch in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Das ist das, was wir als wirkliche Gemeinschaft, als Christen, bibelgläubige Christen erfahren sollten. Und 7-mal, 70-mal, weil Jesus sich hier ganz deutlich bezieht auf die Prophezeiung von Daniel im Kapitel 9, wo angekündigt wird, wann der Messias genau kommt. Sonst hätte Simeon ja auch nicht gewusst, dass er auf der Treppe zum Tempel Josef und Maria abfangen könnte und das Kind in die Luft halten könnte und Gott danken dafür konnte, dass er jetzt die Gerechtigkeit und die Erlösung des Volkes gesehen hat. Aber gut, ich fahre fort in dem Papier von Luther. Hier wird einem jeglichen Glied befohlen, für das andere zu sorgen. Wie viel mehr sollen wir dazu tun, wo ein die Gemeinde regierendes Glied übel handelt, welches durch sein Handeln den anderen viel Schaden und Ärgernis gibt? Soll ich ihn denn vor der Gemeinde verklagen, so muss ich sie ja zusammenbringen. Sie haben auch keinen Grund in der Schrift, dass es allein dem Papst gebühre, ein Konzil zu berufen oder zu bestätigen, als alleine ihre eigenen Gesetze, die nicht weiter gelten, als sofern sie nicht der Christenheit und Gottesgesetzen schädlich sind. So, den Satz lese ich nochmal vor, dass der wirklich mal gut einsinkt. Sie haben auch keinen Grund in der Schrift, dass es allein dem Papst gebühre, ein Konzil zu berufen oder zu bestätigen, als allein ihre eigenen Gesetze, ihre menschengemachten Gesetze, die nicht weiter gelten, als sofern sie nicht der Christenheit und Gottesgesetzen schädlich sind. In dem Augenblick, wenn Menschengesetze gegen Gottesgesetze gehen, bin ich als Christ dazu verpflichtet, meine Allianz zu zeigen, zum Gott oder zum Menschen. Die Wahl können wir treffen. Wählt ihr Christ oder Antichrist? Ja. Wer mit der Frage jetzt nicht viel anfangen kann, dem rate ich mal an, schaut euch meine Lesung an von Luther 2017, Christ oder Antichrist, was wählst du? Da gehe ich dann noch viel mehr drauf ein. Und hier bringt Luther genau das nach vorne. Ihre eigenen Gesetze, die nicht weiter gelten, als sofern sie nicht der Christenheit und Gottes Gesetzen schädlich sind. Wo nun der Papst sträflich ist, fährt Luther fort, hören solche Gesetze schon auf, die, weil es der Christenheit schädlich ist, ihn nicht durch ein Konzil zu strafen. Wir lesen auch in Apostelgeschichte Kapitel 15, Vers 6, Zitat, da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Ende Zitat. Dass der Apostelkonzil nicht Petrus berufen hat, sondern alle Apostel und die Ältesten. Wo das nun Petrus allein gebührt hätte, wäre das nicht ein christliches Konzil, sondern ein ketzerisches Konzilabulum. Das heißt ein Konzilchen, ein Winkelkonzil gewesen. Auch das berühmteste Konzil zu Nicäa hat der Bischof von Rom weder berufen noch bestätigt, sondern der Kaiser Konstantin. Und nach ihm haben viele andere Kaiser desselben gleichen getan, was doch die allerchristlichsten Konzile gewesen sind. Aber sollte der Papst allein die Gewalt haben, so müssten sie alle ketzerisch gewesen sein. Ich finde auch nichts Besonderes, wenn ich die Konzile ansehe, die der Papst gemacht hat, was drinnen ausgerichtet ist. Darum, wo es die Not erfordert und der Papst der Christenheit ärgerlich ist, soll dazu tun, wer am ersten kann, als ein treues Glied des ganzen Körpers, dass ein rechtes, freies Konzil werde. Das vermag niemand so gut wie das weltliche Schwert, besonders wie weil sie nun auch Mitchristen sind, Mitpriester, Mitgeistliche, mitmächtig in allen Dingen und man ihr Amt und Werk, das sie von Gott über jedermann haben, frei gehen lassen soll, wo es Not und Nütze ist, zu gehen. Wäre das nicht ein unnatürliches Vornehmen? So in einer Stadt ein Feuer aufginge und jedermann stillstehen sollte, für und für brennen lassen, was da brennen kann, allein deshalb, weil sie nicht die Macht des Bürgermeisters hätten oder weil das Feuer vielleicht an des Bürgermeisters Haus anfing?
Ist hier nicht ein jeglicher Bürger schuldig, die anderen zu bewegen und zusammenzurufen? Um wie viel mehr soll das in der geistlichen Stadt Christi geschehen, so ein Feuer des Ärgernisses sich erhebt, es sei an des Papstes Regiment oder wo es wolle? Dasselbe geschieht auch, wenn die Feinde eine Stadt überfielen. Da verdienet der Ehre und Dank, der die anderen als Erster alarmiert. Warum sollte denn der nicht Ehre verdienen, der die höllischen Feinde verkündet und die Christen erweckt und zusammenruft? Dass sie aber ihre Gewalt rühmen, der zu widerstehen sich's nicht zieme, ist gar nichts geredet. Es hat niemand in der Christenheit Gewalt, Schaden anzurichten oder zu verbieten, dem Schaden zu wehren. Es ist keine Gewalt in der Kirche, außer zur Besserung. Drum, wo der Papst die Gewalt gebrauchen wollte, zu verwehren, ein freies Konzil zu machen, womit die Besserung der Kirche verhindert würde, so sollen wir ihn und seine Gewalt nicht ansehen. Und wo er bannen und donnern würde, wollte man das als eines tollen Mannes vornehmen verachten und ihn in Gottes Zuversicht wiederum bannen und in die Enge treiben, wie man es vermag. Denn solche vermessene Gewalt ist nichts. Er hat sie auch nicht, und er wird sie bald mit einem Spruch in der Schrift, widerlegt. Paulus sagt, und jetzt habe ich ein Problem. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 8, wird hier zitiert. Und ich habe jede Bibel durchsucht. Die König James, die Schlachter 51, die Schlachter 2000, die Luther 45, die Luther 1912. Jede Bibel, natürlich auch die König James, ja, habe ich schon gesagt. Jede Bibel durchsucht. Und dieser Vers ist in keiner der Bibeln zu finden. Also, 2. Korinther 10, Vers 8, könnt ihr selbst nachlesen, lese ich jetzt nicht vor. Jedenfalls das, was Luther hier angibt, steht da nicht drin, weil er sagt, da steht, Gott hat uns Gewalt gegeben, die Christenheit nicht zu verderben, sondern zu bessern. Nun, obwohl das halt nicht in der Bibel steht, lese ich das vor, wie ich gerade gemacht habe. Ich verweise jedoch nicht auf die Bibel, weil ich finde es da nicht drin. Aber ich kann diesen Teil jetzt nicht rausnehmen, weil er im Kontext aus diesem Schriftstück nicht zu nehmen ist, um des Verständnisses wegen. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass in 500 Jahren niemand darüber gestolpert ist, dass das, so wie es hier steht, im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 8, nicht steht. Also, Gott hat uns die Gewalt gegeben, die Christenheit nicht zu verderben, sondern zu bessern. Kommt zwar nicht aus der Bibel, aber trotzdem. Wer will über diesen Spruch hüpfen, fragt Luther. Des Teufels und Antichrists oder Endchrists, wie er hier schreibt, Gewalt ist's, die da dem wehret, was zur Besserung der Christenheit dienet. Darum ist ihr gar nicht zu folgen, sondern mit Leib und Gut und allem, was wir vermögen, zu widerstehen. Und wo wir gleich ein Wunderzeichen für den Papst wieder die weltliche Gewalt geschehe oder jemand eine Plage wiederführe, wie sie rühmen, dass es etliche Male geschehen sei, soll man das nicht anders achten als durch den Teufel geschehen. Wegen unseres Mangels an Glauben zu Gott. Wie Christus in Matthäus 24, Vers 24 ebenso verkündet hat. Zitat. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um womöglich auch die Auserwählten zu verführen. Ende Zitat. Paulus sagt im 2. Buch der Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 8 und folgende, Zitat. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Ihn, dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können.
Darum sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gehabt haben. Wir aber sind Gott alle Zeit zu danken schuldig für euch, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zum Heil erwählt hat, in der Heilung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. So stehet denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch Gnade gegeben hat. Tröstet eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Ende Zitat. Stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Ich lese den Satz nochmal von Anfang an, dass man durch diese langen Zitate den Zusammenhang bitteschön versteht. Und wo gleich ein Wunderzeichen für den Papst wieder die weltliche Gewalt geschehe oder jemand eine Plage widerführe, wie sie rühmen, dass es etliche Male geschehen sei, soll man das nicht anders achten als durch den Teufel geschehen, wegen unseres Mangels an Glauben zu Gott, wie Christus in Matthäus 24 und Paulus im 2. Thessaloniker sagt, dass der Endchrist oder Antichrist durch Satan mächtig in falschen Wunderzeichen sein werde. Darum lasset uns festhalten. Christliche Gewalt vermag nichts wie der Christus. Wie Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 8 sagt, Zitat. Denn wir vermögen nichts wider die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Ende Zitat. Tut sie aber etwas wider Christus, so ist sie des Antichrists und Teufels Gewalt. Und sollte sie Wunder und Plagen regnen und hageln. Wunder und Plagen beweisen nichts, besonders in dieser letzten ärgsten Zeit, von welcher falsche Wunder in aller Schrift verkündet sind. Darum müssen wir uns an die Worte Gottes mit festem Glauben halten, so wird der Teufel seine Wunder wohl lassen. Hiermit, hoffe ich, soll das falsche, lügenhaftige Schrecken, womit uns die Römer nun lange Zeit schüchterne und blöde Gewissen gemacht haben, darniederliegen. Ebenso wird feststehen, dass sie mit uns allen gleich dem Schwert unterworfen sind. Die Schrift nicht durch lauter Gewalt ohne Kunst auszulegen Macht haben und keine Gewalt haben, einem Konzil zu wehren oder es nach ihrem Mutwillen zu berauben, zu verpflichten und ihm seine Freiheit zu nehmen, und wo sie das tun, dass sie wahrhaftig des Antichristen und Teufels Gemeinschaft sind, nichts von Christus als den Namen haben. Nichts von Christus als den Namen haben. Der Antichrist spricht sozusagen, als wäre er oder würde er Jesus Christus zitieren, als würde er Jesus Christus seine Worte gebrauchen, aber er ist in Teufels Gemeinschaft. Der Papst ist der biblische, historische und prophetische Antichrist. Es gibt keinen anderen. Und zum besseren Verständnis muss man Daniel Kapitel 9 verstehen. Und deswegen werde ich mir das vornehmen, in der nächsten Zeit da mal ein einzelnes Video drüber zu machen, obwohl ich in Luther 2017 im ersten Teil da auch schon drüber gesprochen habe. Das könnt ihr euch ja sonst auch gerne mal anhören. Ansonsten werde ich wohl mit deutschen Lesungen im Augenblick ein bisschen Pause machen. Außer natürlich in dem Buch von Babylon nach Rom, da mache ich weiter. Aber ansonsten werde ich da wohl eben mal pausieren. Diese Botschaften, die Luther uns hier gegeben hat, die ich jetzt vorgelesen habe in dem
Schriftzug, den er 1520 veröffentlicht hat, an den christlichen Adel deutscher Nationen von des christlichen Standes Besserung. Das finde ich ein sehr wichtiges Papier. Neben dem Papier von Luther 2017, was ich in 7 Teilen auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen werde oder bereits veröffentlicht habe, je nachdem wann das hier rauskommt. Schaut euch die Abspielliste an, dann findet ihr das. Finde ich dies sehr wichtige Lehren, die wir einem der größten Reformatoren der Weltgeschichte überhaupt verdanken, Martin Luther, der durch seine Übersetzung der Bibel ins Deutsche ganz Europa von dem Papst damals mehr oder weniger befreit hat. Und der Papst hatte keine andere Möglichkeit, als dann den militärischen Orden der Jesuiten zu gründen, mit der Aufgabe, die Konterreformation, die Gegenreformation zu starten. Gegen die Reformation, gegen das Wort Gottes. Das ist das Einzige, was der Papst handelt. Gegen das Wort Gottes. Er ist nicht der Vertreter Jesu Christi auf Erden, er ist der Vertreter Satans auf Erden, des Teufels, dem Prinzen und dem Gott dieser Welt, wie es in der Bibel steht. Weil wir Gott nicht mehr finden heutzutage. In dieser Welt, in der uns alles gelehrt wird, von klein auf an, alles, außer das Wort Gottes. Ist euch das mal aufgefallen? Kleine Kinder kriegen schon ihre Computerspiele und in der Schule werden sie erzogen, ohne dass die Bibel dabei ist. Dann gibt es sogenannten Religionsunterricht, der ist genauso falsch wie die Religion in der Kirche, weil Religion ist menschengemachte Theologie, menschengemachte Glauben. Das ist Religionsunterricht. Und menschengemachter Glauben kommt, wie wir, wenn wir Alexander Hislop folgen, aus Babylon. Und da hat auch Rom seine Wurzel. Da hat der Papst seine Wurzel. Offenbarung 13 sagt das unter anderem ja auch deutlich genug. Also, das war von Luther an den christlichen Adel der deutschen Nation von 1520. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie mir gerne stellen in der Kommentarsektion des Videos. Ich freue mich immer darüber, wenn ich ehrliche und vernünftige Fragen kriege, die ich auch beantworten kann. Und das macht Spaß, auf diese Art und Weise miteinander zu kommunizieren. Also mir auf jeden Fall. Und ansonsten wiederhole ich nochmal, wer sonst mal gerne mit mir Kontakt aufnehmen möchte, das kann am besten über Skype. Mein Skype-Name ist Joggler77, so wie Joggler66 der YouTube-Kanal ist mein Skype-Name Joggler77. Könnt ihr mir eine Kontaktanfrage senden und wenn ihr bei der Kontaktanfrage beischreibt, woher ihr mich kennt, dann werde ich das auch gerne annehmen und dann können wir uns auch gerne mal über Telefon, halt über Skype, austauschen und bestimmte Dinge besprechen, wenn das interessant ist. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch fürs Zuschauen und ich möchte euch bitten, euch täglich weiterzubilden in der Bibel, in dem Wort Gottes, dass ihr diese Dinge, die ich vorgelesen habe und andere Dinge, die ihr auch anderswo lehrt und hört und aufnehmt, besser versteht. Die Bibel ist das Einzige, was auf dieser Welt eigentlich wichtig sein sollte und wird vom Antichristen und vom Teufel so in die Unwichtigkeit gedrückt, dass es halt schwer ist, drauf zu kommen, es sei denn, jemand erzählt es einem. Ich hoffe, Gott klopft euch auf die Schulter, wie ihr das bei mir getan habt, und dass ihr den Weg findet und dass ihr dann in der Zukunft auf dem richtigen, dem schmalen Pfad zum Tor der Erlösung kommt. Das Tor, das Jesus Christus ist. Wie er sagt, ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit und keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Bis zum nächsten Video. Einen schönen Tag noch. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Zuhören und Zuschauen, wollte ich sagen. Gott segne und beschütze euch. Bis zum nächsten Mal. Joggler66 von Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. Meldet sich ab. Tschüss.